Ja, genau. Die Hochzeitsparty. Du, das ist keine Kerze, das ist nur ein Stängel, damit stehen bleibt das Ding. Das ist keine Kerze. Damit das stehen bleibt, ist das nur Holz. Die Meisterin, das erste Stück. Den ersten Teller. Ich versuche. Ach, stimmt, ich habe Kopfi hinter mir, da können Sie vielleicht noch besser machen. Ja, ich muss doch filmen. Ist. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich brauche noch ein Stück. Das ist vielen Dank. Du, Erik, wo sollen die Quiz-Antworten hin tun? Die Quiz-Antworten, die gehen auf in der in die blaue Box? In die blaue Box. In die blaue Box. Blaue Box. Das Rest macht ihr bitte jetzt weiter. Ich kann helfen. Ich kann ja helfen. Nur zu. Das ist ja ein raffiniertes Luderbein.
Da spart man Klavier nicht. So spart man sich das Spielen. Oui, il a dit que je faisais partie de leur équipe de curling et que j'avais une élégance bien particulière. Donc il joue avec vous. Ah ben nous on va nicher dans le spiel. Il a précisé streiten mit ihm, jeder findet ihn schön. Er ist ehrlich und freundlich und weise und gut, außerdem verfügt er über Weitsicht und Mut. Muskulös ist sein Körper, bezaubernd sein Charme, er spielt Curling und Erich, so lautet sein Name. Taktisch geschult, elegant auf dem Eis, bleibt er für nie ein Adler, macht niemals einen Scheiß. Er hat immer den Touch, ist kraftvoll am Stock, er spielt selten bis niemals den Stein vor die Hocke. Er spielt treu zum Gesetz und kommt nicht in Verruf. Lebt als strenger Asket, ist nur selten im Puff. Er ist nirgends gepierst, auch noch nicht tätowiert. Und er freut sich für andere, wenn er mal verliert.
Er sagt immer die Wahrheit, er arbeitet viel, er hat Glück in der Liebe, er hat Glück im Spiel. Er ist von humanistischer Bildung geprägt und er redet verständlich und äußerst gepflegt. Ja, der Rieche, der Erich ist längst legendär. Er ist schön wie Schimanski und stark wie ein Bär. Er hat Haare am Kinn, aber nicht am Popo. Und Gespräche mit ihm haben immer ganz genau so, Erich. In der Weinwelt ist er durch sein Wissen bekannt. Er ist ein Bon Vivant und auch immer galant. Nette Muste im Haus sind ihm angenehm. Und mit Freunden trinkt er auch bald seinen Ikel. Seine Haare sind samten, sein Atem riecht. Er ist nett zu Verwandten und neigt nicht zur Ruhe. Selbst als zärtlicher Liebhaber ist er bekannt. Und man sagt auch, sein Lied wäre höchst imposant. Er braucht keinen Psychiater, denn er ist gesund. Er gehorcht seinem Vater und streichelt den Hund. Er hat keine Probleme, er ist ideal. Er ist schnell wie ein Falke und schlank wie ein Hahn. Er ist gutmütig, sportlich und musisch begabt. Gilt als strikt religiös, pinkelt nie in den Park. Kleidung riecht niemals nach Schweiß, doch das ist doch nicht alles, was man von dir weiß. Er ist liebenswert, zärtlich, bescheiden und cool. Niemand hält ihn für kaltblütig, dumm oder schwul. Er kriegt die alte Glatze, die seine Nation. Und er kennt die Bedeutung des Worts Autochton. Er liest täglich die Zeitung von Sport bis Kultur, gilt als Meister des Schachs und als Freund der Zensur. Er spricht fließend Französisch, genauso Latein. Harte Drogen zu nehmen, für ihn niemals sein. Maler und Sänger, ein Multitalent. Er verliert nie beim Jenga, ist jung und potent. Und wenn er einmal stirbt, ist da auch nichts dabei. Er betat sein Begräbnis, verwies rückstandsfrei. Ja.
ich rieche, der riecht wie Erich, rieche, ich rieche, Erich, er riecht wie ich, Erich, Erich, rieche, er riecht wie Erich, rieche, ich rieche, Erich, er riecht wie ich, Erich, rieche. Erich, Wahrheit dabei. Aber ich sage nicht, was Wahrheit ist und was es nicht. Das mit der Ecolm, ja, das bleibt zwischen uns. Mehr sage ich nicht dazu. Ihr weiß schon Bescheid, wann man immer auf vier. Zwei Wörter in Französisch. Dans une semaine, je pense que j'aurai traduit pour vous dire. Ils n'ont pas arrêté de dire les méchantes, c'est sur moi, mais des méchantes qui font tellement plaisir. Ich habe gerade gesagt, in einer Woche, wenn ich schaffe, übersetze ich in Französisch. Das war nur Bösheit über mich. Aber so nette Bösheit, wirklich Wahnsinn. Sie sollte die dritte Seite auch geben. Gut zensiert, ja. Jetzt, wenn ich schon dabei bin, wenn ich schon dabei bin und ziemlich viele Gäste da sind, manche sind vielleicht schon weg, manche werden noch kommen, manche kommen nicht, manche und bibabo. Das war der Sinn des Tages, ein bisschen durcheinander, ein bisschen bunt gemischt von Alter, von Landschaft, von Gewohnheit, von Liebe, von alles bunt. Das macht mein Leben schön, ihr macht mein Leben schön. Danke, besonderer Gruß und danke an Galina, die Hauswirtin. Besonderer Dank an den Grillmeister und seine Helfer. Besonderer Dank an meine Freundin, die mich letzte Woche sehr viel unterstützt hat und sehr viel im Griff genommen hat. Obwohl ich meistens alles selber machen will, aber ich könnte nicht mehr alles machen. Alles mitnehmen. Und danke ihr, dabei zu sein. Ohne euch wäre Tag langweilig vom Fernsehen. Deutschland so der Superstar, den ganzen Tag schauen, ist langweilig. Du und Langeweile? Das glaube ich nicht. Ich darf eine Frage stellen. Wie ist es mit den Haaren auf dem Popo? Ich habe noch keine gesehen. Alors, j'ai dit merci à tout le monde. J'ai dit que la fête, c'était un mélange de tout. C'était un peu mal organisé. C'était pas organisé volontairement pour qu'il y ait des gens qui viennent quand ils peuvent, qu'il y ait des gens de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les races. Bon, apparemment, tout le monde est blanc, mais bon, c'est pas un problème. De tous les âges, de tous les milieux, et c'est ça qui fait ma vie. C'est vous qui faites ma vie, et c'est vous qui faites que je suis ce que je suis devenu. Et merci à vous, merci à Galina, merci à Claudius et son copain et maître du grill. Et merci à ma copine qui m'a permis toute cette semaine un peu de décompresser, de ne pas être obligé de tout prendre seul en main. Et merci à vous tous. Merci à vous.
Ich bin ganz kurz zu spielen. Ja.